Hi. So, was dieses winzige kleine Dingens hier mit dem riesengroßen Teil hier oben zu tun hat, da zeige ich gleich dieses Video. Kleine Information, dieses kleine Ding hat 48 Beinchen und ist circa 8x8 mm groß. Und das werde ich euch jetzt zeigen, wie ich das tausche. Bis gleich. So, bin ich wieder. Das ist der alte. Man sieht schon, da habe ich schon mal was versucht. Müsst jetzt nicht denken, ich habe das schon getauscht. Hier ist der neue. Der fliegt runter. Das ist das USB-Oszilloskop. Was ich hier habe, das, was ich ja mal gezeigt habe, das USB-Oszilloskop. Da hatte ich das Problem, dass er an einem Eingang, oder waren das beide Eingänge, erst ab 5 Volt oder was im Messbereich anfing zu messen, darunter nicht. Da war der Strich sonst wo, aber nicht da, wo er hingehört. Da habe ich jetzt geguckt nach diesem kleinen AD-Wandler. Das ist ja der AD-Wandler, der das macht, der die analogen Signale digital konvertiert und dann auf dem PC nachher anzeigt. Dieses kleine IC hat über 8 Wochen gedauert, um hier zu mir zu kommen. Weil ich es in China bestellt habe, für mit Versand zusammen für 2 Euro schieß mich tot, weil ich nicht einsehe, dieses IC in Deutschland zu bestellen für über 10 Euro mit über 6 Euro oder bei 6 Euro Versand. Und die kriegen die Dinger auch nur aus China, und das sogar noch im Centbereich. Sogar günstiger, als ich es in China kriegen würde. Das sehe ich da nicht ein. Gut, kann man jetzt halten, was man will. Ich könnte jetzt auch hier in Deutschland kaufen, ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich Erfolg bringt und ich möchte hier keine 10, 15, 20 Euro investieren an einem IC. Wenn das jetzt nämlich nicht hinhaut, ja, dann habe ich kein USB-Oszilloskop. Das Ding, weiß nicht, was man dafür kriegt. Das kriegt man, glaube ich, schon für 50, 60 Euro auf eBay oder bei einigen Händlern. Das ist ja ein ganz einfaches, das kriegt man ja schon. Da will ich ja nicht nochmal 20 Euro investieren, dass ich das wieder benutzen kann. So, ich werde versuchen, euch das hier mitzuzeigen, wie ich das Ding tausche. Jetzt muss ich bloß gucken. Ja, Pin 1 ist da oben. C20, C17, dass ich mir das merke. Werde ich mit Heißluft machen. Ich denke mal, ich werde den Ton in der Zeit, wo die Heißluft läuft, reduzieren oder ganz ausmachen, weil das Gebrummel, das wird ziemlich nervig. Also sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann anfange. So, jetzt mache ich die Heißluft an und werde das da umlöten. Dichter komme ich leider nicht. Ich versuche das im Video zu halten, dass ihr das auch sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt da genug sehen. Ich kann es nicht genau sagen, also auf dem Bildschirm hier von meiner Kamera sieht es gut aus. Wenn sie jetzt wieder mit dem Zoom rumspielt oder mit dem Fokus, müsst ihr entschuldigen. Die andere Kamera, die einen festen Fokus hat, die ist ja, von der Bildqualität bäh und mit der komme ich nicht so dicht. Und die Kamera hier, ja, die gibt langsam den Geist auf. Müsste man, glaube ich, sehen können, dass sie Pixelfehler hat oder Hotpixel oder was, dass da 4 bis 8 Pixel sind mitten im Bild mit verschiedenen Farben. Ja, ich versuche mal eine neue zu kriegen. Ansonsten, ich werde keine verlinken in der Wunschliste. Wenn jemand meint, er möchte mir eine neue Kamera spendieren, kann mich ja gerne mal anschreiben. Also ich muss gucken, was ich preislich für mich finde. Wird nichts Großes, Aufregendes sein. Also die Kamera hier habe ich auch nur über eBay gekriegt. Für ein kleines Geld. Und ob ich da jetzt noch mal eine vernünftige finde, weiß ich nicht. Ich kann da nicht so viel Geld für hinlegen. Naja gut, fangen wir erstmal an. Genug von dem Thema. Wie gesagt, wenn jemand möchte und mich da irgendwie unterstützen will, dass ich eine neue Kamera kriege, vielleicht auch schon 4K, kann es ja gerne machen. Gut, ich fange jetzt an. Ich bin dann auch still. Ich werde nichts weiter mehr sagen. Ich werde den Ton runterdrehen, beziehungsweise wohl komplett ausmachen. Ob ich das mit Musik untermale, weiß ich nicht.
Je nachdem, also das wird jetzt ziemlich laut. So, der ging ja jetzt leicht runter. Es ist hier aber noch ein bisschen viel Zinn drauf. Also ich drück mal ein bisschen runter. Keine Angst, ich mache da gleich neues Zinn drauf. Aber vorher möchte ich da noch einmal mit der Lupe rüber gucken, ob da noch irgendwie was zu sehen ist. Wo sind wir da? Das ist jetzt so ein bisschen gesäubert. Wo habe ich denn jetzt die Lupe hingeräumt? Ja, Mikroskop wäre jetzt am schönsten, aber so ein Mikroskop habe ich leider nicht. Und digital ist für solche Sachen für mich auch nicht wirklich möglich. Wenn, dann möchte ich ein, ja, sagen wir mal, so ein analoges, also ein optisches Stereo-Mikroskop haben. Nur die Dinger sind schweineteuer, das kann ich mir nicht leisten. Aber für sowas wäre das für mich am einfachsten. So, ich bin dann jetzt hier mal kurz am gucken. Ich schneide das auch so zusammen, dass ihr da nicht so viel Wartezeit zwischen habt. Also mit der Lupe kann ich jetzt nichts erkennen. Die Pads sind jetzt nicht wirklich sauber. Nehme ich noch mit dem Lötkolben. Gehe noch ein bisschen drüber. Mal gucken.
ist auch nichts zu sehen. Gut. So. Geben wir dir noch ein bisschen mehr. Ich merke das schon, dass er nicht richtig will. Ich guck auch gleich noch mal mit der Lupe, keine Angst. So, bei dem, das habe ich nämlich gedacht, dass ein bisschen viel ist. Ja, ist überall genug Zinn drauf. Passt so. So. Und jetzt kommt das neue IC. Und jetzt wird es wieder laut. We'll be right back.
bin ich wieder. Es ist jetzt nicht meine beste Arbeit. Wie gesagt, ein ordentliches Mikroskop wäre das einfacher. Und ich habe auch nicht meine andere Pinzette jetzt gerade gefunden. Ich habe nur dieses große Riesending gehabt. Ich weiß nicht, wo ich die wieder hingeräumt habe. Aber das geht trotzdem. Er sitzt sozusagen ordentlich drauf. Es ist vertretbar. Es geht besser. Na, da sitzt er ein bisschen schief auf der anderen Seite. Ansonsten sitzt er ordentlich. Ist nicht meine beste Arbeit. Ja, es ist ein bisschen blöd. Gut. Ich habe schon mal die Spitze noch mal gewechselt. Ich habe noch mal eine andere feinere, aber gerade Spitze. Ich hoffe, man kann das nachher gleich sehen hier. Dass ich da noch mal bisschen nachlöten kann. Das kann ich euch jetzt leider, glaube ich, nicht mehr so direkt zeigen. Wo sind wir denn? Da. Ich versuche das nämlich jetzt mit Lupe zusätzlich. Nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt was sehen könnt. Ich kann es nicht sagen. Ich habe auch noch auf der Amazon-Wunschliste ein SMD-Flussmittel drauf, das wollte ich mir eigentlich noch mal besorgen. Das wäre jetzt für hier gar nicht mal so verkehrt. Ich habe hier nur dieses ja ganz flüssige, was nicht so schön ist für sowas. Es funktioniert, aber ich hätte doch gerne noch das andere. So, ich versuche mal, so dass ihr das mitsehen könnt. Ich hoffe, ihr seht das. Und ich bin nicht zu doll im Bild. Seite, die ein bisschen am schlimmsten ist. Ich kann euch nicht sagen, ob ihr das sehen könnt oder nicht. Ja, der ist ein bisschen zu schräg, da muss ein bisschen mehr Zinn haben. Waren das jetzt Brücken oder waren das keine Brücken? Ich weiß das nicht. Ich versuche das nochmal mit Entlötlitze wegzunehmen.
Dann wäre das andere Flussmittel echt besser, aber das habe ich noch nicht. Das waren Brücken. Gut. Die durften zusammen sein. Da können wir aber noch mal. Ich hoffe, das IC überlebt das jetzt hier alles. Mag die Spitze nicht. Wieso mag die Spitze nicht? Ihr dürft. Ihr dürft auch. Du einzeln. Wieder zwei. Einzeln, einzeln. So. Passt. Was mir nicht gefällt, sind die Blubs hier auf den Kondensatoren. Das kriegen wir auch ein bisschen besser hin. Man sehen, ja, man kann es glaube ich sehen. Jetzt noch mal mit der Lupe gucken. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Die Seite. Hatte ich die Seite schon? Ich glaube ja, ne? Ja, die Seite hatte ich. Gut. So, jetzt ist der getauscht. Das ist nicht meine beste Arbeit, aber unter den Umständen ist es okay. So, hatte ich hier eine alte Zahnbürste, ein wenig ISO, sollte passen. Ja, ist jetzt natürlich durchgelaufen. Wo habe ich das Zeug? Da. So, der ist jetzt getauscht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich gehe mal zurück. Ja, Lötkolbenkabel. Kommt auch aus. So, ich werde das jetzt am PC ausprobieren und eventuell sehen wir uns gleich nochmal am PC wieder. Ansonsten melde ich mich gleich so nochmal, wenn es nicht hingehauen hat. Wenn es nicht hingehauen hat, ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, ich kriege so ein Ding vielleicht für 50 € oder für 20, 30 € auch bei eBay. Je nachdem. Es war jetzt ein Versuch. Mehr kann ich nicht probieren. Okay, bis gleich. So, Hallöchen. Also, wie ihr seht mich auf dem PC. Leider unter Windows 7, weil Windows 10 wieder mal meinen Mikrofoneingänge nicht machen will. Seit es diesem 20er
dem ja, 2004er Update oder was bei Windows 10. Seitdem gehen die Mikrofoneingänge wieder nicht. Und ich hoffe, das Mikrofon fällt jetzt nicht aus, weil es hängt an einer Powerbank. Sonst habe ich da Störungen drauf, warum auch immer. Wie ihr seht, Rechtecksignal, es sollten 3,1 Volt Peak-to-Peak sein. Das passt nicht ganz, das ist hier ein bisschen blöd, wenn ich da jetzt 3 Volt, ja, das passt. Also irgendwie passt das hier mit dem Offset noch nicht ganz. Aber es funktioniert. Na, jetzt macht er 3 Volt, ja. Also ich konnte vorher nicht hier umstellen auf Millivolt, dann ist das Signal bis sonst wohin verschwunden. Und das habe ich auch nicht runtergekriegt. Ich kann das jetzt hier nochmal auf 10 Millivolt gehen und kann das Signal auch wieder runterziehen. Ihr seht das schon. Kanal 2 geht auch. Da hängt jetzt nur der Tastkopf so in der Luft. Ich kann ihn ja mal anfassen. Den hier an der Kamera, ja. Seht ihr, das geht auch. Also die Reparatur hat sich gelohnt. Es funktioniert. Also 2 Euro, oder knapp 3 Euro investiert. Und ich kann euch wieder auf dem PC auch mit einem Ossi das vernünftig zeigen. Also es reicht ja so. Na, gehst du zurück. So. Es ist ein einfaches Oszilloskop. Es reicht so. Also es sollte so gehen. So, und ich hoffe, ihr habt auch alles sehen können. Ich versuche es so zu schneiden, dass ihr das seht, die ganzen Sachen. Wenn ihr was nicht gesehen habt, dann tut es mir leid. Mit der Kamera, ich denke mal, man wird wieder die Pixelfehler sehen. Wie gesagt, ich muss eine neue Kamera besorgen. Die andere, die ich habe, die macht ein mieses Bild. Die kann auch nicht so dicht rangehen. Ich habe bloß kein Geld für eine Kamera. Wenn da einer mir eine spendieren will, kann er es gerne machen. Ich muss mal Ausschau halten nach einer neuen Kamera. Vielleicht finde ich was, vielleicht finde ich nichts, ich weiß es nicht. Jedenfalls werde ich die Kamera so lange nutzen, wie es geht. Also, aber mit dem Pixelfehler, das stört mich selbst schon. Da sind dann so Hotpixel drin, so, ich weiß nicht, hier so in dem Bereich war irgendwie ein weißer, hier irgendwo war so ein, ja, grüner. Und da waren ein paar schwarze mit zwischen, also so 4 bis 8, also, weiß ich nicht. Ja, wäre schön, wenn ich eine neue Kamera kriegen könnte für günstig Geld, die dann noch wieder so 1, 2, 3 Jahre hält. Kann meinetwegen auch 4K sein, aber die kosten leider so viel Geld. Naja, gut. Aber ihr habt es gesehen, es funktioniert jetzt wieder. Dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Tschüssi.